Meine Damen und Herren, guten Abend zu unserer Gesprächsrunde, die Innenseiten der Außenseiter. Ich begrüße heute hier sehr herzlich Herrn Alois Moosbrecher, den zweiten Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Freunde der Diktatur. Benannt. Herr Moosbrecher, Freunde der Diktatur, Sie wollen also, wenn ich Sie da recht verstehe, unsere Demokratie abschaffen. Abschaffen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ausrotten. Ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Ich sage mal, gestalterisch mitwirken. Im positiven Sinne. Also negativ. Ah, verstehe. Ja, da haben Sie es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, in unserer linkslastigen Medienlandschaft überhaupt Gehör zu finden. Genau so ist es. Ein Gedankenaustausch findet ja quasi nicht statt. Wenn man heutzutage hierzulande von Diktatur spricht, ist man ja automatisch gleich als Rechtsextremer verschrien. Da lassen Sie mich gleich mal kritisch nachhaken. Ja, haken Sie. Haken ist immer gut. Ja. Im Grunde haben wir Deutschen ja mit der Diktatur eigentlich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Wieso? Ja, wegen damals. Wie damals? Ja, damals, die finsteren Jahre. Finstere Jahre, also... Die dunklen Kapitel unserer Geschichte, die böse Epoche des Unmenschen. Ach so, Sie meinen die Hitlerzeit? Ja, also da haben wir nichts mit am Hut. Ja, das war meine Frage. Ja, dieser Hitler war ja ein Wahnsinniger, nicht? Adolf Hitler hat die Diktatur missbraucht für seine Zwecke. Schlimm, was der gemacht hat mit den Deutschen. Schlimm. Ein schönes Beispiel, dass man ihre Gruppierung eben nicht vorschnell in eine bestimmte Schublade stecken sollte. Genau so ist es ja. Solche Schlampereien wie unter Hitler wird es bei uns nicht geben. Verstehe. Und wie gedenken Sie denn nun, die Demokratie im Einzelnen abzuschaffen? Nicht im Einzelnen, im Ganzen. Ja, schön, aber wie? Wie? Gewaltsam, nur mit Gewalt, anders geht es nicht. Gewalt gegen Gruppen, Gewalt gegen Einzelpersonen, das müssen wir von Fall zu Fall entscheiden müssen. Ja, da werden Ihnen wahrscheinlich nicht alle unserer Zuschauer so ohne weiteres zustimmen wollen, aber... Müssen ja nicht. Eben, es geht ja erstmal um ein gegenseitiges Verstehen. Ganz genau. Müssen ja nicht alle zustimmen. Und es geht nicht um eine vorschnelle Verurteilung. Und die, die jetzt nicht zustimmen, können wir uns ja später noch mal gesondert vornehmen. Das ist vielleicht ein strittiger Punkt jetzt, das Problemfeld Gewalt und so weiter. Gewalt. Was ist denn daran strittig? Bin nicht ganz sicher, ob wir da jetzt weiterkommen. Was soll das heißen, ihr demokratischer Drecksack? Lassen wir das mal so im Raum stehen, Herr Moosbrecher. Ich finde, nicht alle stehen bleiben. Ja, vielen Dank, das soll es erst mal so weit gewesen sein. Trotzdem... Was soll denn das? Trotzdem wichtig, glaube ich, dass wir neue Denkansätze nicht gleich im Keim ersticken, dass wir... Ausrotten! Ausrotten! Stumpf und Stiel. Dass wir integrieren und nicht ausgrenzen. Freuen wir uns nun auf unseren nächsten Gesprächsgast, einen Vertreter der Interessengemeinschaft kritischer Ausländerfeinde. Guten Abend.